Ja. Guten Morgen miteinander. Freut mich, dass ihr aufgestanden seid. Ja, es war gestern sehr interessant. Ich hoffe, es geht heute so weiter. Ich wäre froh, wenn ihr uns dann irgendwie noch Feedback gebt. Entweder hier ausfüllen und bei Birgit Lummer am Tisch abgeben oder auch mir später zu e-mailen. Die Adresse steht drauf. Ja. Ich denke, ich übergebe dir wieder das Wort zur Vorstellung, die man nicht mehr kurz vorstellen. Ja, also ich bin ein bisschen schwach heute Morgen, aber das ist bei der frühen Stunde, wenn ich komme vielleicht noch mehr. Gut, Raphael, die zweite Runde für dich. Okay, anderes Thema. Wir hatten ja gestern schon ein bisschen angerissen, ne? Die Thematik. Ich denke mal, was jetzt heute noch kommt, wird bestimmt das gleich nochmal unterstützen, dann können wir noch aufbleiben mit einem oder anderen Gesprächerei. Ja, gestern hatte ich ja über die traditionelle Philosophie im Zusammenhang mit der Astrologie gesprochen, mit dem Begriff von Seele und mit den Zusammenhängen zwischen Mensch, Kosmos und der göttlichen Ebene, die in der traditionellen Philosophie eben auch ausgedrückt sind und auch traditionell, wenn ich von traditioneller Astrologie oder von traditioneller Astrologie spreche, dann, für die, die es noch nicht wissen, meine Schwerpunkte sind ja die hermetische Astrologie und die vedische Astrologie. Das heißt, und ich kombiniere beides. Für mich sind das beides, das heißt für mich, das ist nicht für mich, es sind beides Zweige einer selben Astes, ja. Und insofern sind es zwei traditionelle Schienen, die zusammengehören und die sozusagen kommunizieren können und die wunderbar auch miteinander verbunden werden können. Und wenn ich von traditioneller Astrologie spreche, genauso auch von diesen traditionellen Lehren, dann integriere ich eben auch beide Kulturen, beide Denkweisen, weil sie auch sehr vieles gemeinsam haben, wie ich auch gestern gezeigt habe. Und heute möchte ich mehr an das Praktische gehen, also heute möchte ich mal mehr schauen, was ist das, was wir auch in einem Horoskop über diese Dinge sagen können, speziell über Spiritualität. Und ich werde weniger darauf eingehen, was ist im Horoskop, ob man im Horoskop das Karma oder im Sinne von vergangenen Leben oder sowas erkennen kann. Weil das ist etwas, was meines Erachtens erstens immer sehr spekulativ ist und zweitens auch vielleicht anders als man denkt. Es gibt in der traditionellen Astrologie gar keine Aussagen darüber, gar kaum Aussagen darüber, was in den letzten Leben ja, gewesen sein mag, ja, was dann im Horoskop abzulesen sei. Ja. Nun, ich hatte ja gestern dargestellt, dass die Geburt eines Menschen sozusagen sie erfolgt aus einerseits den Folgen von Handlungen, auch von gedachten Handlungen, ja, die von Wirkungen, die wir in das Leben, die auch von uns ausgegangen sind und die wir in diesem Leben ernten. Ich hatte aber auch gesagt, das ist nicht einfach nur eine mechanische Folge von Wirkungen, die wir ins Leben gesetzt haben, sondern dass die Seele auch ein Bedürfnis hat, ja, und ein Begehren hat, sich im Leben weiterzuentwickeln, beziehungsweise auch diesen Ausgleich zu schaffen. Ja? Das heißt, es ist nicht einfach nur, wir sind nicht einfach ein Opfer, ja, von etwas, sondern wir erschaffen uns tatsächlich dieses Leben. Ja? Ja, die Seele erschafft sich ein neues Leben im Kontext eben dieser Prägungen, die wir haben aus der Vergangenheit, aber auch aus dem Bedürfnis heraus, uns selbst weiterzuentwickeln und weiter zu schöpfen, ja? Schöpferisch zu sein. Und wir können also auch sagen, das Horoskop sagt uns Dinge wie, was sind die Früchte vergangener Taten? Ich sage ja guter Taten. Gute Taten wären eigentlich die Taten, die im Einklang sind mit dem größeren Ganzen und die nicht zur Trennung führen vom größeren Ganzen. Also das wäre so eine
und mein Vorschlag, mal solche Dinge wie Gut und Böse in diesem Kontext mal zu unterscheiden. Ja? Es gibt letztendlich kein Gut und Böse. Weil wenn wir alles, was wir tun, ja, auch Dinge, die uns als leidvoll oder als schwierig oder so erscheinen, sind auch notwendig, um in dieser Relativität genau das Gegenteil auch zu erfassen oder zu verstehen. Wir können nicht Licht begreifen, wenn wir nicht Dunkelheit erleben, ja, und so weiter. Also die vergangenen, die Früchte der Entwicklung, die wir durchgemacht haben, bisher. Die Konsequenzen wiederum der Verfehlungen jetzt auch im Sinne von, ja, von einem Abweichen des, von dem, was wir wirklich sind, von dem, was wirklich unsere Identität ist, ja, was letztendlich, wie ich gestern gesagt habe, Atman gleich Brahman, ja, eine göttliche Identität ist. Damit sind wir wieder bei diesem sich trennen, sich heraussondern aus der Einheit. So ist das gemeint. Die Verwirklichung, das Schicksal und die Entwicklung anderer Seelen zur Manifestation zu verhelfen. Ich denke, das ist auch ein wichtiger Punkt. Ja. Wir sind nicht allein auf der Welt, wir sind in einem Kontext auf der Welt mit anderen Menschen. Und auch, dass wir da sind und dass wir bestimmte Prozesse durchmachen, hat auch mit den anderen zu tun und mit den Prozessen, die die anderen durchmachen sollen. Ja. Und mit Prüfungen oder Lernaufgaben, wenn man es so nennen will, die andere durchmachen. Ja. Und die Erfüllung starker innerer Seelenwünsche. Ja. Unerfüllter Seelenwünsche, das ist ja auch etwas, wir bringen ja auch etwas mit, vielleicht was aus der Vergangenheit kommt, was ein sehr starker Wunsch ist. Das kann alles Mögliche sein, ja? Und das sehr stark das Leben prägt. In diesem Kontext, vielleicht möchte ich ein bisschen abweichen von dem, was ich von der Folie, in der indischen Astrologie gibt es das Konzept von Rahu und Ketu, ist sehr wichtig, das sind die Mondknoten. Und Rahu wäre der Planet, wir nennen das in der indischen Astrologie ein Planet, ein Schattenplanet, weil er sich bewegt, Planet ist, aber nicht sichtbar ist, also ein Schattenplanet, der am ehesten so ein starkes Begehren darstellt. Ein Begehren nach etwas, was unerfüllt ist. Rahu ist sozusagen der Punkt im Horoskop, wo wir aus einer inneren Leere heraus, aus einer inneren Unzufriedenheit heraus, einen Drang verspüren, etwas zu erleben oder zu erfüllt zu bekommen, was oft dazu führt, dass gerade da, wo Rahu im Horoskop ist, der aufsteigende Mondknoten im Horoskop ist, und wir uns verirren, ja, dass wir uns Illusionen hingeben, dass wir Grenzen durchbrechen, ja, was auch ganz gut sein kann, ja, neue Erfahrungen machen, ja, auch neues Wissen dadurch entstehen kann oder neue Entdeckungen entstehen kann, aber genauso gut kann es auch dazu führen, dass wir wirklich Grenzen überschreiten und verletzen oder verletzt werden und sozusagen die Illusion größer wird und nicht die Erkenntnis. Ja. Nun, wenn das Horoskop insgesamt, wie ich das vorher gesagt habe, die Folge ist von den karmischen Prägungen, ja, aus der Vergangenheit, zusammen mit dem, was die Seele will, an Entwicklung will, dann ist es schwer, aus dem Horoskop zu sagen, dieser Planet steht für Karma oder dieses Planet steht, ne? Das ist etwas, glaube ich, das sehr schwierig ist. Oder ich tendiere dazu, eher davon abzugehen, von so einer Zuordnung. Und wirklich das gesamte Horoskop auch mal zu verstehen als einen Auftrag oder eine auch Erfahrungen, die eine Quelle haben in der Seelenvergangenheit, die wir aus dem Horoskop aber nur sehr schwerlich irgendwie eruieren könnten. Abgesehen davon, dass wenn wir das könnten oder meinten, wir könnten das, wir das nie überprüfen könnten. Ja.
Also das ist natürlich, ja, also natürlich gibt es, ja, es gibt Ausnahmen, es gibt auch Rückführungen und so, aber es bleibt sicherlich eine wesentlich spekulativere und unsicherer Boden, ja, als wenn wir sozusagen in diesem Leben bleiben. In der indischen oder in der vedischen Astrologie gibt es schon die Idee, dass zum Beispiel ein Planet, der sehr stark verletzt ist, ja, zum Beispiel Jupiter ist sehr stark verletzt, dass in der Vergangenheit wir sozusagen einen Fluch eines Gurus, eines Meisters erhalten haben. Das heißt, wir haben uns irgendwie dem Meister dem Guru, der in Indien eine ganz wichtige Figur ist, so verhalten, dass wir sozusagen seinen Fluch erhalten haben. Das ist so die alte traditionelle Sprechweise, ja, bitte nicht erschüttern, ja, deswegen. Aber es ist natürlich auch eine sehr bildhafte Sprache, ja, und dass wir deswegen sozusagen, dass in diesem Leben bestimmte Probleme auch damit erfahren. Und natürlich gehört auch dazu in der vedischen Astrologie, das will ich hier gar nicht vertiefen, dass man Dinge tun kann, um das aufzuheben. Ja? Also in die vedische Astrologie ist eben sehr verwoben auch mit, das ist natürlich eingebettet in einer Kultur, einer Tradition, die nicht die unsere ist. Das ist mir völlig klar, das kann man nicht übertragen oder nur selten übertragen. Aber das Prinzip ist mir da schon wichtig, dass es nicht einfach heißt, ja, du bist jetzt verflucht sozusagen, sondern du kannst auch etwas tun, um das aufzuheben. Ja? Du kannst Spenden in einer bestimmten Form machen, du kannst bestimmte Rituale machen, du kannst Gebete machen und so weiter und so fort, die also helfen, sozusagen dieses Gleichgewicht wieder zu erlangen und dieses Karma aufzulösen. Nun, man unterscheidet in der vedischen Astrologie verschiedene Arten, verschiedene Arten von Karma. Das Sanchitta-Karma wäre das potenzielle Karma, das insgesamt angesammelt wurde. Ja, aus dem gesamten Lebensvergangenheit sozusagen angesammelt und nicht ausgeglichen ist. Ja. Dazu gehört auch das Positive, also es gehört auch das, was wir entwickelt haben an Tugenden, an Kräften und so weiter, genauso wie auch die noch anstehenden Prägungen, die wir ausgleichen müssen. Davon aber gibt es nur einen Teil von diesem Pool sozusagen, wird in diesem Leben aktuell. Das ist das Prarabdha-Karma. Also das ist der Teil des Karmas, der in diesem Leben effektiv wird. Und das ist eigentlich das, was in dem Horoskop interessant wird. Ja? Das heißt, das Horoskop oder wir, unser Leben ist nicht, wir wählen uns bestimmte Aufgaben, da ich jetzt natürlich hinaus, ja, die wir in diesem Leben auch dann durchleben und durchwirken. Das ist das Prarabdha-Karma. Dann gibt es das Kiryamana-Karma, das ist die Handlungen, die wir in diesem Leben vollführen, im Grunde im Jetzt vollführen, und die natürlich einen potenziellen Effekt in der Zukunft haben werden. Eine Folge in der Zukunft haben werden. Und was mir dann in der Zukunft liegt, das Agami-Karma, nämlich Handlungen und Pläne, die ich in Zukunft zu verwirklichen beabsichtige und die aufgrund eines Entschlusses anstehen. Nehmen wir mal an, jemand leiht sich von jemand anders Geld. Ja? Dann hat er sozusagen in der Zukunft eine Absicht gesetzt. Ja? Eine Handlung zu vollführen, nämlich das zurückzugeben. Das ist sozusagen ein Versprechen. Das wäre zum Beispiel für ein Agami-Karma. Oder wir nehmen uns etwas vor, wir haben einen Plan. Ja? Das ist etwas, was wir vielleicht in diesem Leben gar nicht erfüllen. Aber wir haben es in diesem Leben entwickelt, wir haben es gesetzt und dann ist es da. Ja? Und die Seele wird sozusagen weiter davon geprägt, dieses zu erfüllen, was wir uns da vorgenommen haben. Ja, was da, ja, wir visioniert haben, ja? Weil vielleicht so ein sehr starker Wunsch wäre. Und gut, wie gesagt, das Horoskop, diese letzten beiden Formen von Karma ist wichtig, weil das
Das ist das Karma, was nicht im Horoskop enthalten ist. Das ist etwas, was wir hier erschaffen. Ja? Das ist ganz wichtig. Wir erschaffen permanent neues Karma. Beziehungsweise wir sind permanent schöpferisch. Ja? Das ist nichts anderes, als zu sagen, wir sind permanent am Schaffen. Ja? Wir sind permanent dabei, ja, unser Leben, auch unser zukünftiges Leben zu erschaffen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil das führt dazu, dass wir permanent auch in dieser Freiheit bleiben, ja, auch Neues zu erschaffen. Auch neue, auch unsere Gedankenmuster auch zu verändern. Ja. Vieles, was wir heute tun in der Psychologie, zum Beispiel Tiefenpsychologie oder in vielen Techniken, zielt genau darauf ab. Früher waren es andere Techniken, vielleicht aber auch ähnliche magische Techniken, würde ich sagen, die angesetzt wurden, um diese Muster so zu verändern, dass etwas Neues erschaffen wird. Innerhalb des Horoskopes, jetzt konkret kann man sagen, es gibt drei Stufen von Fixheit von Karma. Man spricht von Dritta Karma, das ist das Karma, was dazu bestimmt ist, in dem zu werden, weil es einfach sehr stark, sehr fest ist, ja? Besonders intensiv ist im Horoskop. Eine Daumenregel kann bedeuten, wäre, die habe ich eher aus der arabischen Astrologie, ja? Wenn es drei Zeugnisse gibt im Horoskop, ja, dass etwas Bestimmtes geschehen wird oder etwas Bestimmtes im Leben sich ergeben wird, dann ist das kaum möglich, das sozusagen zu verändern. Ja. Dann gäbe es aber der dritte Adrita Karma, das ist sozusagen, da hält sich das die Balance, da ist Anstrengung erforderlich, Konzentration erforderlich, Ausdauer erforderlich, natürlich eine starke Absicht erforderlich, aber das kann neutralisiert werden. Ja. Wir können Dinge tun, um das zu neutralisieren. Wir können immer, wenn nicht, was tun, aber bei dem dritten Karma wird es sehr, da würde ich sagen, da ist das Wunder, was geschehen will, ja, was das auflösen kann. Heißt das da mir oder mit? Beim Dritter? Mit, wahrscheinlich. Mit. Ja. Das soll mit heißen. Ja. Und Adrita Karma wäre Dinge, die im Horoskop zu sehen sind, die aber mit relativer Leichtigkeit abgewandelt werden können, weil sie weil es gibt vielleicht eine Konstellation, die das anzeigt, aber es gibt auch andere Konstellationen, die das auch ausgleichen. Und wir können davon ausgehen, okay, das wird sich im Laufe des Lebens zeigen an bestimmten Stellen, aber das ist nicht etwas, was unbedingt sein muss und nicht unbedingt sich erfüllen muss. Und was wir auch mit größerer Leichtigkeit abändern können. Nun, der Begriff Dharma ist ein Komplementärbegriff zu Karma und wir können sagen, Dharma ist das Gebot, ich glaube ein religiöses Gebot, das sich ableitet aus den geistigen Gesetzen, aus den universellen Gesetzen, welche das Universum und das Leben regieren. Damit ist Dharma auch, kann man sagen, dass im Einklang sein, ja, oder wenn wir so leben, dass wir im Einklang sind, ja, mit dem, mit diesem ganzheitlichen Gesetzmäßigkeit, dann sind wir im Dharma, ja, oder dann handeln wir dharmisch. Ja. Wir können das verstehen als die Aufgabe, die das Individuum die das Leben dem Individuum stellt und die es zu erfüllen gilt. Es gibt ja eine ganz berühmte Stelle in der Bhagavad Gita, ganz am Anfang des Bhagavad Gita, wo der Arjuna da vor diesem Kriegsschauplatz steht, also bevor dieser Mahabharata-Krieg da losgeht und sagt und verzagt und sagt, da sind meine Verwandten da drüben auf der anderen Seite und ich sehe nicht ein, warum ich die jetzt töten soll, ja, und so. Und der Krishna ihm dann lehrt
Und ein Kerngedanke ist, du wirst nicht erlöst werden, oder du wirst, wenn du hier wegrennst, ne? Sondern es ist dein Dharma, es ist die, das Leben hat dir diese Aufgabe gestellt, du bist ein Krieger, du bist in dieser Rolle. Ja? Und dann ist das auch deine Aufgabe, diese Rolle zu erfüllen, so gut du kannst. Und dieses, das ist das, wir stellen immer wieder vor Situationen, das Leben, ja, das gehört zum Leben dazu, dass uns eine bestimmte Aufgabe, wir sie auch so gut wie möglich, ja, so gut wir können, so nach bestem Wissen und Gewissen auch erfüllen. Wenn wir zum Beispiel Eltern werden, dann ist es auch unser Dharma, unsere Kinder zu erziehen, zum Beispiel. Ja. Dann ist das unsere, ja, und dann tun wir das nach bestem Wissen und Gewissen. Das wäre dharmisch. Ja. Themen wie Gewissen, Gebote, die gehören eben dazu. Aber, ganz wichtig, Dharma ist etwas, was wir aus unserem eigenen Willen heraus letztendlich tun. Wir können uns so oder so entscheiden. Ja? Dharma ist etwas, was wir letztendlich aus eigenen freien Stücken auch dann bejahen oder nicht. Ja? Wir können auch sagen, es bedeutet das, wozu ich geboren werde. Ja, der Pfad der Selbstverwirklichung, insofern Selbstverwirklichung immer darauf abzielt, auf Ganzheit, ist Dharma. Und damit auch die Lebensführung, die mich zu dem macht, was ich wirklich bin. Nun, ich möchte jetzt mal übergehen zu dem Thema Spiritualität, aber bleibe beim Thema Dharma insofern, dass ich möchte anfangen bei den Häusern. Was ich jetzt zeigen werde, ist etwas vedische Astrologie in erster Linie. Sehr leicht, sehr auf einem leichten Niveau, ich denke für alle verständlich, hoffe ich jedenfalls. Und in der vedischen Astrologie werden die Häuser, Trigone, unterschiedlich benannt. Die haben eine unterschiedliche, also wir haben sozusagen einen Oberbegriff, ja, dieser Oberbegriff ist nicht Feuer, Wasser, Luft und Erde, sondern dieser Oberbegriff ist Dharma, Artha, Karma, Moksha. Dharma, haben wir gerade gesehen, ja, was Dharma bedeutet. Karma ist das Begehren, das sind die sogenannten Lufthäuser, wir begehren einen Partner, wir begehren mehr Gewinne und Verbesserungen, 11. Haus, wir begehren mehr Wissen, 3. Haus und so weiter, ja. Dann das Artha, das ist das, den Lebensunterhalt, ja, die Lebensabsicherung, die sogenannten Erdhäuser, ja, in der westlichen Astrologie. Und Moksha, das wären die Häuser der Erlösung. Ich möchte jetzt nicht alle Häuser durchgehen, aber die Häuser, die das Thema Spiritualität im Horoskop besonders wichtig sind. Das Dreieck des Dharma sind die Häuser 1, 5 und 9. Das Haus 1 wäre ja das Leben. Das ist die Person, die hier geboren wird, ein Leben hat, eine Vitalität hat, die leibliche Existenz und die Veranlagung, die ich mitbringe, sowohl physisch, also psychophysische Veranlagung, die ich mitbringe, auch die intellektuelle Veranlagung, die ich mitbringe, ist das erste Haus. Da es letztendlich um die Selbsterkenntnis und um die Selbstverwirklichung geht, ist natürlich dieses Haus ein Dharma-Haus. Aber ansonsten ist das erste Haus nicht ein wichtiges Haus für Spiritualität. Wir müssen immer im Horoskop gucken, wo steht das erste Haus, wo steht der erste Herrscher, um dann zu schauen, wo sind die Schwerpunkte im Leben. Trotzdem gehört dieses Haus, weil es um das Selbst geht, ja, zu den Dharma-Häusern. Das fünfte Haus ist das Haus der kreativen Intelligenz, Kinder, eigene Schöpfungen. Und in der indischen Astrologie wird auch Wert gelegt auf das Thema Intelligenz, das fünfte Haus. Ja? Wir können, wenn wir, das ist aber auch Ausbildung, wenn wir uns ausbilden, machen wir nichts anderes als unsere Talente sozusagen auszubilden. Wenn jemand musikalisch ist und kein Musikinstrument, sondern nicht Musik studiert, ist die Musikalität ziemlich nicht sehen. Ja. Und das neunte Haus, das ist das Haus des Glaubens, der Sinngebung und der Wahrheitsfindung. Ich denke, das sind alles Dinge, die ihr ganz gut kennt aus der westlichen Astrologie. Und uns kreativ zu betätigen, schöpferisch zu sein, ja, ist Dharma, weil das ist sozusagen ein Teil meiner Selbstverwirklichung, ja, im Sinne, dass ich aus mir selbst schöpfe.
Ja? Und Sinngebung, Wahrheitsfindung, neuntes Haus, ist Dharma, weil da mache ich auch die Erkenntnis, ja, was ist der größere Zusammenhang? Was daraus kommt, das ist ja auch das Haus der Religion, Glaube steht auch hier für Religion, auch für die Institutionen, die Wissen oder Erkenntnis oder Weltanschauung, Religion vermitteln, ja? Weil sie uns sozusagen Orientierung geben über das, was dharmisch ist. Deswegen wird das neunte Haus ganz explizit als Dharmapava genannt, also das Haus des Dharma, ja? Ganz konkret ist das neunte Haus. Und dieses Haus ist sehr wichtig für die Einschätzung der Spiritualität. Im Horoskop ist das Haus eines der zentralen Häuser überhaupt. Ja? Ich würde sagen, ja, vielleicht das erste überhaupt. Das fünfte Haus, mal ganz kurz zurück, wird auch als Pova Punya genannt, also auch als das, was an Wert, an Tugend, ja, erfolgt ist aus der Vergangenheit. Und manche sagen auch, das ist das Sanchita-Karma. Das ist ein bisschen widersprüchlich zu dem, was ich vorher gesagt habe, aber es ist sozusagen, ich schöpfe aus dem, was ich sozusagen, ne, aus meiner ganzen Seelenvergangenheit, ich da ein Potenzial habe. Aus diesem Potenzial schöpfe ich. Und das Horoskop oder das fünfte Haus wird mir sagen, inwieweit ist es mir möglich oder wie weit gibt es vielleicht Hindernisse, aus diesem Potenzial zu schöpfen und schöpferisch zu werden, im Sinne von Werke in die Welt setzen, kreativ sein. Ja, Kinder zeugen und so weiter. Ja. Und ein anderer Aspekt des neunten Hauses, was in der westlichen Astrologie nicht so bekannt ist, ist, dass das neunte Haus auch das Glück ist. Also es gilt als das beste oder positivste Haus überhaupt im Horoskop, ja, das neunte Haus, weil das dem Menschen beschiedene Glück, ja, sieht man da, wenn das neunte Haus stark ist und mächtig ist und viele gutgestellte, oder nicht viele, aber gutgestellte persönliche Planeten im neunten Haus ist, dann wird es dazu beitragen, dass dieser Mensch eine gute Portion Glück, man könnte sagen, eine gute Portion Verbindung hat, ja, zu der Vorsehung, ja, sodass man auch, ja, das, überprüf das mal, nicht den Wurf, nicht den Kopf, nicht den Kopf. Und dann ist das eine sehr, ja, in dem Sinne sehr förderliche Position, ja, die im Horoskop dann steht. So, und die anderen drei Häuser oder das andere Trigon, was für die Spiritualität eine besonders wichtige Rolle spielt, sind die Moksha-Häuser, die, ja, wie der Name schon sagt, Erlösung darstellen. Moksha heißt Erlösung. Spirituelle Erlösung, das ist Moksha. Trotzdem sind hier zwei Häuser im Spiel, die sehr auch leidvoll sind. Aber fangen wir beim Haus 4 an, das ist das Haus der Heimat, der Geborgenheit, der Einkehr. Das vierte Haus ist nicht direkt ein Haus, was jetzt wie Spiritualität so an erster Stelle steht, aber dennoch ist es insofern auch wichtig, dass einen friedvollen und zufriedenen Geist zu haben, hängt sehr viel davon ab, wie wir Kindheit, ja, wie wir die Kindheit erlebt haben, aus welcher Familie wir kommen, was für Möglichkeiten wir da hatten. Ja? Wenn wir da große Störungen haben im vierten Haus, dann kann man davon ausgehen, hier sind auch sehr alte, ja, aus der Familienherkunft, Verletzungen da, die möglicherweise den Geist, ja, auch mehr stören. Ja? Den Geist, um die Grundlage auch für eine spirituelle Entwicklung. Das achte Haus, Sterben, Existenzkrise und Läuterung. Das achte Haus ist eines der Häuser, was viel mit Leid zu tun hat. Also wir erleben da Dinge, die wir oft als leidvoll erfahren. Wir gehen durch Krisen, wo wir unsere Orientierung verlieren. Wir gehen durch Situationen, wo wir Ängste durchmachen, wo wir Angst haben, etwas zu verlieren oder jemanden zu verlieren oder vielleicht selbst unser Leben zu verlieren. Ja. Das sind natürlich sehr schmerzhafte und leidvolle Erfahrungen, die aber gleichzeitig uns in Kontakt bringen eben mit ganz, ganz existenziellen, tiefen Fragen. Deswegen ist das achte Haus für Spiritualität ein ganz wichtiges Haus. Einmal der Prozess der Läuterung oder der Transformation, wie man so gerne sagt, ja, ist hier angeregt, gerade durch solche Erfahrungen. Und dazu gehört auch das Interesse oder einen Bezug zu bekommen zu
den sogenannten okkulten Kräften, zu den Dingen, die jenseits von Leben und Tod sind, oder die auch im Unterbewusstsein wirken. Und zuletzt das 12. Haus, das ist das Haus, was auch als Moksha-Bhava manchmal genannt wird, also das Haus der spirituellen Erlösung. Wobei auch hier machen wir Erfahrungen von Verlust, von Auflösung unserer Grundlage, von Verlust dessen, was unsere Identität ausmacht. Ja? Auch oft können das schmerzhafte Erfahrungen sein, die aber im Endeffekt auch eine, gerade das 12. Haus hat damit zu tun, auch karmische Schuld abzutragen. Ja? Wir geben etwas zurück. Das 12. Haus hat sehr viel zu tun mit Geben. Also nicht nur mit Auflösung, sondern auch mit Geben. Gerade wenn wir Wohltäter im 12. Haus haben, dann sind Menschen, die gerne spenden, die gerne etwas geben, die das freiwillig und gerne tun, ja, was eben die Wohltäter sind. Wenn es die Übeltäter sind, kann es sein, dass wir mehr gezwungen werden, etwas zu geben. Ja. Dann wird es vielleicht weggenommen, aber ja, das ist eben so. Und das 12. Haus ist eben auch aus der, also dieses Streben oder diese Sehnsucht nach Eingang in ein größeres Ganzes, nach Auflösung dessen, was mich begrenzt in dieser Welt, ja, der Anhaftungen, die ich in dieser Welt habe, das ist das 12. Haus und das ist ein ganz zentrales Thema für die Spiritualität. Ganz kurz nochmal zu einem anderen Begriff, Dushkana. Dushkana heißt die Häuser des Leidens. Das sind eben die zwei, die wir genannt haben. Und das 3. Haus, was dazu gehört, ist das 6. Haus, was dem 12. Haus entgegensteht. Und wie wir alle wissen, hat es zu tun mit Krankheiten, Mühen und Feinden, Mobbing. Heute ein ganz großes Thema, gehört hier rein. Ja. Das 6. Haus sind wirklich am ehesten die Dinge, die wir in diesem Leben durchmachen, sozusagen auch an Hindernissen, an Kämpfen, ja, die aus traditioneller Sicht aus alten Verfehlungen kommen. Ja. Wobei ich bitte vorsichtig jemanden irgendwie eine Schuld gefühlt einzureden, weil er irgendwie da was im 6. Haus hat. Ja. Das ist natürlich, Schuld ist meines Erachtens ein Killer. Ja. Wort, was ich nicht gerne benutze. Aber trotzdem sind es Konsequenzen, Folgen, ja, die auch dazu führen, dass wir in diesem Leben bestimmte auch Schwierigkeiten durchgehen, die wir aber überwinden. Gerade das 6. Haus hat auch zu tun mit der Kraft und dem Kampf zu überwinden. Nach der vedischen Astrologie sind die Übeltäter im 6. Haus sehr gut positioniert. Gute Gesundheit, gute Kraft, ja, gegen um uns abzugrenzen, zu kämpfen, Dinge zu überwinden, entsteht vor allem durch Mars, ja, im 6. Haus, oder auch durch Planeten wie Saturn oder Rahu, ja, die Aufsteigung oder die Sonne, ja, diese mehr abgrenzenden, harten Planeten sind im 6. Haus durchaus, können zu großer Leistung führen. Ja. Und die Kendra-Häuser, die haben nichts mit Spiritualität zu tun, aber ich möchte sie nur mal erwähnen, weil die Eckhäuser sind natürlich die dominantesten Stellungen des Horoskopen. Alles, was in Eckhäusern steht, ja, egal ob es der Herrscher von 6 oder von 9 oder von was auch immer ist, wird irgendwie auch eine stärkere Dominanz bekommen im Horoskop. No. Signifikatoren für Spiritualität. Zunächst mal die Planeten, die für Spiritualität eine wichtige Rolle spielen. Und ich bleibe im System von 7 Planeten, denn es gibt nur 7 Häuser, also 7 Herrscher, ja, in dem alten symmetrischen Gebilde von Löwe bis Wassermann und von Krebs bis Wassermann und von Löwe bis Steinbock, ja, sind das 6 Häuser jeweils. Sonne und Mond sind die beiden Planeten, die ein Doppelhaus oder ein Paar regieren und alle anderen Planeten regieren die anderen 2 Häuser jeweils. Und der wichtigste Signifikator ist Jupiter.
Jupiter steht in der traditionell für, steht für verschiedene Dinge. Steht für Reichtum und auch für Expansion und für Optimismus. Ja, aber es steht eben auch für den Glauben. Und Glaube hier nicht nur im religiösen Sinne, sondern auch den Glauben an mich selbst, den Glauben an meine Möglichkeiten. Das ist das, was reich macht. Ja? Wenn jemand Reichtum hat, dann ist es, weil er auch einen tief in sich verankerten Glauben hat, ja, an seine Möglichkeiten, an seine Ressourcen, ja, und dass er diese Ressourcen und diese Möglichkeiten auch schöpfen kann. Jupiter als Planet, der eben auch ein ganzheitliches Verstehen auch darstellt, ist auch ein Signifikator für Güte und Weisheit, ja, in diesem Sinne. Natürlich kann Jupiter stark sein und jemand ist nicht gütig und weise, deswegen, weil das kommt aber auch sehr darauf an, was für Häuser Jupiter beherrscht und wie Jupiter sonst im Horoskop eingebettet ist, was für Aspekte er hat und so weiter und so fort. Und da muss man auch dazu sagen, was nun Güte und Weisheit oder Glauben ist, ist auch für jeden Menschen auch verschieden, das sollte man auch nicht vergessen. Ja? Also im Kontext des eigenen Lebens, der eigenen individuellen Welt, ja, kann jemand einen starken Glauben haben und stark sich einsetzen ein starkes Gefühl haben von Stimmigkeit und von Sinnhaftigkeit mit Dingen, wo vielleicht der andere sagt, also das ist ja irgendwie völlig daneben. Kann es kommt vor. Ne? Also das sollte man, ja, aber gut, das wäre wirklich zu einem anderen Thema führen, zu Grundsätzen der Interpretation des Horoskopes und was das Horoskop darstellt und was nicht. Die Sonne ist deswegen ein wichtiger Planet für Spiritualität, weil die Sonne das selbst darstellt. Die Sonne ist, wenn ich das mal systemisch betrachte, das Bindeglied zu einer höheren Ebene. Die Planeten kreisen um die Sonne, aber die Sonne ist der Stern, um den sie kreisen. Und zusammen mit den anderen Sternen kreist die Sonne um das galaktische Zentrum. Und insofern ist die Sonne sozusagen das Bindeglied zu einem höheren Ebene des Bewusstseins, ja, oder der, jenseits der, wie ich das gestern auch dargestellt habe, der Zyklen der Zeit, die Planeten darstellen. Trotzdem ist da Sonne ein Planet, sondern repräsentiert hier in diesem Leben, ja, meine Kraft mit Absicht und mit Bewusstsein zu handeln. Ja. Und die Sonne wird immer dazu bestrebt sein, uns ja wirklich das zu werden, was wir wirklich sind, was wir wirklich im Herzen, auch vom Herzen und von innen heraus wollen. Ja. Das ist das, was die Sonne im Horoskop darstellt. Und wenn die Sonne verletzt ist, ist das vielleicht, ist das Selbstbewusstsein zum Beispiel, ja, ist ein Konflikt da, der das vielleicht schwer macht, dieses Selbstbewusstsein und diese Selbstfindung oder Selbsterkenntnis auch zu erlangen. Ja, aber die Sonne ist in diesem Sinne ein wichtiger Faktor, den wir betrachten sollten, auch wenn er nicht direkt solche Dinge wie Glaube oder Spiritualität darstellt. Der Mond ist deswegen ein ganz wichtiger Planet, weil der Mond, in der vedischen Astrologie ist der Mond der wichtigste Planet überhaupt, kann man sagen. Der Mond ist Manas, das ist der Geist. All unser Denken und Fühlen, alle unsere Gewohnheiten, unsere Denkmuster, das werden wir am Mond ablesen. Ja? Alles, was heutzutage Psyche genannt wird, da kann man sagen, ist zum großen Teil der Mond. Ja? Ja, oder der Mond ist der Aufnahmebecken sozusagen, der auch der anderen Kräfte der anderen Planeten und bildet unsere Psyche ab. Und der Mond ist ein wichtiger Signifikator für die Neigungen, die jemand hat. Ja? Sowohl die Neigungen, die Denkneigungen, ja, Neigungen in bestimmter Art und Weise zu denken, ja, und zu fühlen auch, aber auch die Neigung im Sinne von bestimmten Interessen zu haben, ja, und etwas erkunden wollen oder neugierig werden für etwas, ja, und sich hingezogen fühlen zu etwas. Und insofern ist der Mond
Die Disziplinierung des Geistes ist immer in jeder spirituellen Entwicklung, und ich spreche jetzt mehr nicht nur vom Glaube einfach, sondern wirklich von einer spirituellen Pfad, ja, den man geht, dann ist die Kontrolle oder die Disziplin, ne, des Geistes ein ganz, ganz grundlegender Baustein. Ja. Ohne unseren Geist wirklich zu beherrschen, das ist vielleicht besser als Disziplin, zu beherrschen, ja, ist eine spirituelle Entwicklung im wahrsten Sinne des Wortes nicht möglich. Das steht immer in der Grundlage. Ja. Auch uns in einer bestimmten Art und Weise zu verhalten, ja, also auch im Kontext, im sozialen Kontext, gehört auch dazu. Aber auch die Disziplin, Konzentration, unsere Wahrnehmung zu beherrschen, unsere geistigen Denkweisen zu beherrschen, ne? Das spielt der Mond eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und der letzte Planet, ich habe Merkur in Klammern geschrieben. Merkur ist kein Planet, der für die Spiritualität wichtig ist, aber er ist als Planet, der für das Denken und für den Intellekt eine wichtige Rolle spielt, kann er auch manchmal wichtig sein in diesem Kontext. Gut, Ketu. Ketu ist der absteigende Mond. Und Ketu wird in der vedischen Astrologie als Signifikator für Moksha direkt gebracht. Und zwar für die spirituelle Befreiung. Man könnte jetzt ja viel über Ketu sprechen. Ketu sind einerseits Dinge, Themen, die es zu erlösen gilt in diesem Leben. Das heißt, nicht weg von Ketu. Ketu müssen wir auch wirklich da auch dran arbeiten, oft. Und zwar im Sinne oft von, weil wir machen die Erfahrung bei Ketu oft, dass wir, ähnlich wie beim 12. Haus, dass wir von etwas getrennt werden oder von jemandem getrennt werden. Oder dass wir oder andere sich von uns abwenden. Ja? Und dieses Abwenden, dieses sozusagen Loslassen der Anhaftung, das ist der eigentliche Sinn von Ketu. Ja? Er lehrt uns letztendlich die Anhaftung los, aber dazu gehört, dass wir unter Umständen karmische Prägungen eben erlösen müssen. Ja? Und nicht einfach nur, indem wir wegrennen, ja? Sondern indem wir sie auch durcharbeiten. Aber in diesem Kontext der Spiritualität, Ketu erscheint immer wieder als ein ganz wichtiger Planet bei Horoskopen, wo Spiritualität stark ist. So, ich gehe jetzt mal. Der Geistespunkt aus der hellenistischen Astrologie, nochmal ein wichtiger Punkt, der für als Ergänzung zur Sonne eine große Rolle spielen kann, also ein starker Geistespunkt ist für Spiritualität. Ich übergebe jetzt einen ganzen Bereich. Kann ich hier rausgehen? Kann ich hier rausgehen? Du bist draußen. Ja. Ich muss das irgendwie so machen. Ja. Ich übergebe diesen Bereich, weil von der Zeit her ist das zu weit für. Verbindungen für Spirituelle. Nur so ein paar Eckpunkte, denke ich, wir können aus dem Horoskop nicht erkennen, ob jemand einen hohen oder nicht so hohen Bewusstseinszustand hat. Wir können aus dem Horoskop nicht erkennen, ob jemand weiser ist oder weniger weise. Meines Erachtens können wir das nicht aus dem Horoskop. Das ist nicht möglich. Wir können aus dem Horoskop erleben, was für Aufgaben, was für Interessen, was für Anlagen jemand hat. Aber wie er mit diesen Anlagen umgeht, eher mit welchem Niveau, ja, Bewusstseinsniveau, mit welchem Bewusstsein diese Anlagen oder diese Aufgaben erfüllt werden, das können wir meines Erachtens aus dem Horoskop nicht ablesen. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, aus dem Horoskop zu sagen, das ist das Horoskop eines großen Gurus oder eines großen Kriminellen. Ja. Es gibt auch Kriminelle, die vielleicht groß sind, also das ist gar nicht auszuschließen. Gut,
Das heißt, was ich hier zeige, ist, was wir können sehen im Horoskop, gibt es im Horoskop ein starkes, ist das ein Thema, ist das ein starkes Interesse, ist das etwas, was in diesen Menschen in diesem Leben ausgeprägt ist, sich überhaupt mit diesen Fragen der Spiritualität oder der Religion zu befassen und darin, ist das eine wichtige Aufgabe in diesem Leben. Das ist mehr das, was wir im Horoskop ablesen können, von welchem Niveau aus immer. Ja. Gut, ein starker, ein gut gestellter Herrscher des neunten Hauses ist ein wichtiger Faktor, ja, der sozusagen, wenn das dominant ist, stark ist, dann wird das neunte Haus natürlich im Leben eine große Rolle spielen. Jupiter in beherrschender Position, ja, und in einer guten Würde, ja, wird den Glauben sicherlich stärken, ja, und eine Tendenz, also im Leben auch, also wird ein Motiv sein, auch für den Menschen, eher rechtschaffen, ja. Rechtschaffen immer im Kontext dessen, was wir leben. Also Rechtschaffenheit kann unterschiedlich sein, je nach Kultur, je nach Zeit. Ja, bitte, es gibt keine Definition, das ist rechtschaffen und das ist nicht. Das ist natürlich auch relativ. Wir leben in der Relativität, das müssen wir bedenken. Jupiter, also der Signifikator für das Dinge des neunten Hauses ist Jupiter, und diese Verbindung von Jupiter und dem neunten Haus ist eben für den Glauben und für die, aber auch für prophetische Gaben, prämonitorische Gaben. Das neunte Haus wird auch interpretiert als das Haus der Wahrsagung. Ja, ist auch wichtig. Dann Verbindungen vom Herrscher von 12 und Herrscher von 9. Und Verbindungen im Grunde aller dieser spirituellen Häuser untereinander. In erster Linie Herrscher 12, Herrscher 9, auch Herrscher 8, finde ich ganz wichtig, Herrscher 9 und Herrscher 8, ja, diese Verbindung sind sehr wichtige Verbindungen, die förderlich sind für Spiritualität. Und eine gute gestellte Sonne im 9. Haus, sagt man, fördert starke Überzeugungen und ein Bestreben, gut und barmherzig zu sein. Das ist ein Yoga aus der alten Literatur, die das so beschreibt. Der Mond im 9. Haus, der Mond im 9. Haus wird auch ein starkes Interesse für Philosophie, für Glauben, für diese Dinge erzeugen und eine seelische Verbundenheit auch zu den Meistern, zu den Lehrern, ja, die mich orientieren. Saturn ist ein Planet. Klar, wenn man ein ganzes Seminar dazu machen. Saturn ist ein Planet, der nicht ein Signifikator für Spiritualität in dem Sinne ist, aber er ist da, wo er, da, wenn er mitwirkt bei diesen Häusern, die hier richtig sind, die Signifikatoren, ist es ein Planet, der für Disziplin, geistige Disziplin und Askese förderlich ist oder wichtig ist. Und zu guter Letzt, ich habe es schon genannt, der Geistesboden. Haben wir jetzt 3 Minuten für ein Beispiel? Können wir machen, es geht also in Diskussion noch dann. Ja? Genau. Ein Beispiel? Ich hätte gerne mal ein Beispiel gebracht. Einfach nur. Ne? Ich habe 2 Beispiele, aber 1 kriege ich mal. Ja? Lieber den Inder oder den Europäer? Oder den Westler? Europäer. Dann nehme ich den hier. Papst Franziskus. Jorge Mario Bergoglio, alias Franziskus der Erste. Das ist der siderische Tierkreis, falls jemand das Horoskop kennt. Das ist der siderische Tierkreis, nicht das falsche Horoskop. Wir haben hier den siderischen Tierkreis und wir haben Häuser gleich Zeichen. Das heißt, das ist das alte System, was sowohl in der hellenistischen und hermetischen Astrologie als auch in der hermetischen Astrologie benutzt wird. Also ein Zeichen ist gleich ein Haus. Im ersten Haus finden wir Ketu. Wir sehen hier schon mal im ersten Haus einen der Planeten, der für Spiritualität eine wichtige Rolle spielt, Ketu. Der auch dazu führt, dass man sich vielleicht mehr selbst, sozusagen mehr in den Hintergrund bringt. Ja? Und ich muss es kurz machen, der Aszendentherrscher ist der Merkur. Aszendentherrscher steht im Zeichen Schütze. Das Zeichen Schütze, als Zeichen, das von Jupiter beherrscht wird, ist natürlich eines der Zeichen, das von sich aus diese Bestrebungen stärker fördert, ja? Und steht zusammen mit dem Jupiter. Und der Jupiter ist in diesem Horoskop eines der
der bestgestellten Planeten. Er ist im Schütze, im eigenen Zeichen und in einem Eckhaus. Ja? Und somit ist der Jupiter eines der bestgestellten Planeten. Auch wenn er verbrannt ist oder verbrannt wird, bleibt er hier ein ganz starker Planet. Und der Jupiter steht zusammen mit der Sonne. Ja, das sind zwei Freunde, das sind zwei Planeten. Auch bei der Verbrennung wird der Jupiter und die Sonne werden eine Verbindung eingehen, die sehr förderlich ist, auch für die Stärkung des Selbstbewusstseins und der Autorität. Ja, das sind auch Dinge, die hier gefordert werden durch diese Jupiter-Sonne-Verbindung. In alles im Zeichen Schütze. Und der andere, das Haus 9, gerade das Haus 9 hat hier eine ganz, ganz große Stärke, nämlich ja, beinhaltet den Saturn, den Herrscher von Haus 9, steht in seinem Zeichen, in seinem Hauptzeichen sogar, nach der traditionellen Astrologie, Wassermann ist das Hauptzeichen von Saturn, dort steht Saturn und gibt natürlich eine Art von Glaube oder von Religiosität, die geprägt ist sicherlich auch von Askese und von Disziplin, ja, und sicherlich auch von vielleicht auch sehr traditionellen oder Konzepten, ja. Gleichzeitig ist es der Herrscher vom achten Haus, automatisch, wenn Sie das nennen, Saturn auch Herrscher des achten Hauses. Das heißt, wir haben hier eine Verbindung mit dem achten Haus, zumal dort im achten Haus die Venus und der Mond stehen. Venus ist übrigens Herrscher des 5. Hauses und des 12. Hauses. Also Venus ist in diesem Horoskop auch ein Signifikator für Dinge, die sehr viel mit Spiritualität zu tun haben und steht hier im 8. Haus zusammen mit dem Mond. Das heißt, der Mond, dadurch, dass er im Zeichen des Saturn steht, entsteht natürlich auch eine Verbindung des Denkens und mit den Themen der Religion, natürlich auch mit dem mit den Fragen des Leidens und den Fragen des Todes und des Wandels, ja, natürlich auch, aber in der weiteren Folge sozusagen führt dieses Erleben im 8. Haus zu einem, mit dem Saturn im 9. Haus, zu einem starken Glauben. Und das Horoskop ist besonders dafür natürlich interessant, für dass die beiden Hauptsignifikatoren, Jupiter und 9. Haus, sind die stärksten Faktoren des gesamten Horoskopes. Ganz kurz zum Geistespunkt. Der Geistespunkt ist in Löwe und der Sonne ist sehr gut gestellt. Sie ist in einem Zeichen, wo die Sonne sehr stark steht, Schütze, weil es ein Zeichen eines Freundes von der Sonne ist und steht zusammen mit einem großen Wohltäter. Und insofern ist und steht auch noch im Trigon, ne, also in einem Trigonalaspekt zu dem Glückspunkt. Der Herrscher des Glückspunkts, ein Trigonalaspekt zum Glückspunkt. Und damit haben wir auch einen sehr stark gestellten Glückspunkt, der Autorität und starke Absicht im Leben auch fördert. Was wichtig ist für den spirituellen Weg, also eine starke, sinngebende Absicht zu haben. Wenn der Geistespunkt stark ist, fördert er das. Man könnte sagen, Geistespunkt ist ein Faktor, der die Sonne ergänzt. Das, was wir aus der Sonne erkennen können, auch mit ergänzt. Der Geistespunkt wird gebildet vom Abstand von Sonne zum Mond. Plus 18. Und das tragen wir am Aszendenten ab. Und bei der Nacht, bei der Taggeburt müssen wir umgekehrt von Mond zu Sonne gehen. Das war's. Gut, vielen Dank. Herzlichen Dank. Zum Beispiel macht das ja dann nochmal sehr schön plastisch. Mit Fragen. Also, er hat nicht alle der Zeit für die Diskussion verbraucht. Wir haben also noch Möglichkeit, über zu fragen. Nochmal, Herr Kurz, wie errechnet sich dieser Geistpunkt? Der errechnet sich aus. Also das ist der Komplementärpunkt zum Glückspunkt. Ne? Der Glückspunkt. Bei einer Nachtgeburt wird der Glückspunkt errechnet von Mond zu Sonne. Und das wird abgetragen am Aszendenten. Dann kommen wir zu diesem Punkt. Und beim Geistespunkt müssen wir umgekehrt von Sonne zu Mond gehen. Das ist im Grunde symmetrisch. Und der Geistpunkt gehört auch zu den Lospunkten, ja? Zu den? Lospunkten? Ja. Ja, das ist alles. Wer sie auch verwendet in der Medischen?
Jein, also die vedische Astrologie hat in dem 15. Jahrhundert gab es ein starkes Transfer von Wissen aus der arabischen Astrologie in die vedische Astrologie, wird aber in der vedischen Astrologie kurioserweise nur eingesetzt, also die arabische Astrologie, nenne ich jetzt mal so, wird nur eingesetzt für Prashna, also für Stundenastrologie und für das Solarhoroskop. Also die Technik des Solarhoroskops haben die Inder sozusagen von den Arabern übernommen und verwenden sie und verwenden dann diese Dinge wie diese Lospunkte. Ja. Nur manche Inder verwenden das auch im Geburtshoroskop, aber es ist nicht klassisch, das zu Geburtshoroskop zu verwenden. Das ist ja der siderische Tierkreis. Ne? Ja. Ist das nach Lahiri oder nach wem ist das? Das ist... Also ich habe eine eigene Definition des Tierkreises, die beruht auf galaktischen Strukturen, möchte ich jetzt nicht, kann ich jetzt nicht darauf eingehen. Es ist aber fast identisch mit dem von Brahman. Also das zweitbekannteste ist das von Brahman, Lahiri und Brahman, und ich kann das leider Namschas. Und das ist mit dem Brahman so gut wie identisch, in 3 Bogenminuten Differenz. Okay. Ja, hast du nicht gesagt, da sei zwischen Geistespunkt und Höchstpunkt ein trigonaler Aspekt, das ist so ein Quadrat. Nee, zwischen Geistespunkt und der Sonne. Sonne ist Herrscher des Geistespunktes und Stärke. Nee, das ist klar. Ich dachte, das ist verstanden zum Höchstpunkt. Zur Stärke eines Punktes gehört auch, dass der Herrscher in einem guten Verhältnis oder in einem guten Verhältnis. Ja, jetzt wird es zwischendurch mal im Kopf geschüttelt. Dann hat er gesagt, mit der 9. Haus im Grunde, da fiel mir nur ein Beispiel ein, aus meinem näheren Freundeskreis, bevor ich stark gesetzt im 9. Haus hat, wahrscheinlich nicht das Gefühl hätte, so besonders so diese positiven Aspekte, die du alle hervorgehoben hast, sondern eher in einem Leben, extrem stressig und wo sie auch aus diesen Mühlen nicht rauskommen. Ja. Da hat natürlich mit dir zu tun, ist ja klar. Aber das fiel mir nur so ein, zum 9. Haus. Gut, erstes Mal würde ich mal überprüfen, ob das nach siderischen Tierkreis oder nach dem Häuserkreis tatsächlich das 9. Haus ist. Das ist das Erste, was ich natürlich ist ja klar. Es kann natürlich auch passieren, dass jemand ein stark besetztes 9., gerade wenn jemand ein stark besetztes 9. Haus hat, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass da große Störfaktoren im 9. Haus sind. Und dadurch sind im Grunde die Themen des 9. Hauses sozusagen in einer... viel im 9. Haus oder in einem Haus zu haben, bedeutet nicht automatisch, das ist ein tolles Haus und es ist stark und jetzt ist jemand sehr spirituell oder so. Das hängt davon ab, was für Planeten das sind, welche Häuser sie beherrschen und so weiter. Wo der Herrscher steht und so weiter. Gut, ja, schönen Dank.